Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Horst Riffland. Wir backen heute zur Abwechslung mal was Kleines aus Dinkelmehl. Wir machen Dinkelbrötchen. Dinkelbrötchen überwiegend aus Dinkelmehl 630 mit einem geringeren Anteil 10% Dinkelvollkornmehl. Wir machen noch später, wenn der Teig fertig ist, mit einer Unterknetmethode machen wir noch eine zweite Variante, nämlich Dinkel-Kürbiskern-Käsebrötchen. Und ich fange mal mit den Zutaten an zu erklären. Also Hauptzutat heute, wie immer, ist unser Dinkelmehl 630 aus dem Biosphärenreservat Schwäbische Alb. Die Menge ist eingestellt auf ein Viertel der Gesamtrezeptur. Also Gesamtrezeptur ist immer 10 Kilo Mehl basierend. Also hier haben wir unser Dinkelmehl, das ich gleich mal in die Maschine reingebe. Hier haben wir unsere 10% Dinkelmehl, also Dinkelvollkornmehl. Dann unser Polisch, das sind 20% vom Gesamtmehl als Polisch, also in dem Fall hier dann ein Kilo Polisch. Ich nehme gerade hier den Schaber. Der kommt dann dazu, der wurde gestern schon angesetzt, TA 200. Wie ihr seht, der ist schön entwickelt, toll, hat eine schöne Zähigkeit, riecht gut und hat jetzt eine Stehzeit etwa von 18 Stunden in der Kühlung mit 1% Hefe. Kürbisstick lasse ich noch stehen. Wie gesagt, das kommt unter einem Teil des Teiges, das sage ich dann später was dazu. Unsere Wassermenge 950 Gramm habe ich abgewogen, kommt dazu. Beim Wasser, also die TA bei dieser Rezeptur ist eingestellt auf 166. Das sind etwa 4 Prozentpunkte weniger als bei einem Dinkelbaguette. Und brauchen wir beim Brötchen auch, um da so ein bisschen eine Grundstabilität reinzubringen, weil wir gehen dann später mit den Teiglingen auch über Nacht in die Kühlung. Hier habe ich unser Kochstück wieder. Das ist eine TA 500, also Basisrezept ist wie gesagt 800 Gramm Wasser, 200 Gramm Mehl, 10% Salz auf Mehl, also 20 Gramm Salz im Kochstück. Hier brauchen wir 200 Gramm auf unsere Teilmenge. Das ist jetzt, habe ich schon 3-4 Tage in der Kühlung stehen. Ich mache das immer so ein bisschen auf Vorrat. Hält sich wunderbar frisch im Kühlschrank, kann man eine Woche gut aufbewahren. So, dann geht es weiter. Hier habe ich unser Dinkel Hochproteinmehl. Da habe ich schon einiges dazu gesagt. Das ist sozusagen für mich die bessere Alternative zum Dinkelgluten. Bei Brötchen, beim reinen Dinkelbrötchen ist es schon ganz gut, wenn wir etwas Dinkelgluten einsetzen. Dinkelgluten habe ich schon öfter erwähnt, sehr teuer, 15 Euro das Kilo. Hier bin ich beim Kilopreis bei irgendwo zwischen 3 und 4 Euro. Und ich brauche etwa die doppelte Menge, um die gleiche Backleistung zu kriegen wie mit Dinkelgluten. Die Deklaration hier ist aber Dinkelmehl. Dann bei Brötchen fast obligatorisch unser Dinkel-Extrudat. Das gibt es in hell und gibt es in Vollkorn. Ich nehme halt für die hellen Brötchen auch das hellere Produkt. Im Grunde genommen eine Art vorvergleisterte Stärke. In dem Fall dann halt aus dem Dinkel die Stärke. Und das unterstützt uns auch in der Frischhaltung beim Brötchen. Aber was für mich wichtiger ist, es bringt so eine gewisse Ausbundsicherheit auch in die Teiglinge mit rein. Dann habe ich hier beim Brötchen, beim Brot braucht man sowas eigentlich nicht. Beim Brötchen hier habe ich ein minimalistisches Backmittel drin mit 0,5%. In dem Fall hier Minimo von Deflan Backtechnik. Gibt es auch bei vielen anderen Firmen oder ihr könnt auch, wenn ihr sowas nicht im Hause habt, jedes Clean Label Backmittel einsetzen nach Vorgabe des Herstellers. Nur bitte darauf achten, dass es weizenfrei ist und Ascorbinsäure, mehr ist das eigentlich nicht. Brauchen wir aber, um eine gewisse Stabilität über die lange Führung über Nacht zu gewährleisten und halt auch den Ausbund beim Ofen wird natürlich durch die Ascorbinsäure auch dann nochmal unterstützt.
Hefe ist, muss ich gerade bei mir schauen, das sind 0,6%, also sehr wenig. Und noch mein Salz. So. Und bei dem Teig, das hat sich gerade in den letzten Tagen immer bewährt, gehen wir wieder auf unsere Langsamkneadung. Erster Gang, etwa 14 Minuten. Beim Wasser müssen wir dann mal schauen, wie der Teig sich entwickelt. Aber ich mache den jetzt gefühlt am Anfang eher etwas, er ist ja lange nicht so fest wie ein normaler Brötchenteig, wie wir ihn kennen vom Weizenbereich, wenn wir Schnittbrötchen machen. Wir sind jetzt so in einem Zwischenraum zwischen Brötchenteig und Baguette-Teig. Und ich denke, dass wir damit ganz gut liegen werden. Der hat nachher dann auch eine Teigruhezeit von einer guten Stunde und dann gehen wir an die Aufarbeitung. So, unser Teig hat seine 14 Minuten Knetzeit. Der sieht gut aus. Ich habe noch 100 Gramm Wasser nachgeschüttet. Habe das auch in die Rezeptur schon gleich eingepreist. Und wir sind dann bei einer TA jetzt von etwa 167. Der sieht schön aus, hat immer noch schönen Stand und zieht sich toll auf. Und ja, den schalte ich jetzt ab. Nehmen wir die Teigmenge raus und dann nehmen wir 2 Kilo Teig und machen dann noch eine Unterknetmethode. So, da wiegen wir uns jetzt gerade wieder 2 Kilo rückwärts von dem Teig. So, 50 Gramm. Passt. So, dann habe ich jetzt noch einmal 2 Kilo Teig zurückgeworfen. Und hier habe ich mir gestern gleich ein Quirlstück mitgemacht mit dem Kürbis. Kernen mit einem Kürbis-Presskuchenmehl und mit einem Kürbisöl. Das schaut nicht gerade so ganz toll aus, ist so eine ziemlich dunkle Masse. Und da ist einmal drin dieses Presskuchenmehl. Ich hole mal gerade ein bisschen raus. So, das ist so ein grünliches Mehl, hat so eine griffige Struktur, also es ist relativ hart. Das ist nichts anderes wie der Presskuchen von den steirischen Kürbiskernen, aus denen man das Öl rauspresst. Dann bleiben so harte Platten übrig und die werden einfach fein gemahlen.
Und da ist außer dem Öl alles noch drin von den Kürbiskernen. Und gerade die österreichischen Qualitäten, die sind ja geröstet und leicht gesalzen. Das schmeckt ganz toll und bringt eine schöne grüne Farbe halt auch hier rein. Und dann kann man sich einen Teil der Kerne sparen, weil hier halt auch ein intensiver Kürbisgeschmack durchkommt. Und ich mache immer auf 1 Kilo Teig 50 Gramm Kerne, 50 Gramm von solch einem Presskuchenmehl und 25 Gramm Öl. Und das ist genau dieses Quellstück, was ich hier gemacht habe. Das ist jetzt für 2 Kilo Teig hergerichtet. Das mache ich jetzt einfach mit in den Teig rein. Und das gibt dann später unsere Kürbiskernkäsebrötchen. Die tun wir jetzt einfach nur reinziehen in den Teig. Das gibt dann so einen leicht grünlichen Teig. Und beim Öl würde ich immer empfehlen, dass ihr wirklich dieses österreichische Kernöl nimmt von den steirischen Kernen, weil das ist wirklich geschmacklich am intensivsten und hat halt dieses tolle Kürbisaroma. Das ist auch ansonsten ein sehr wertvolles Öl. Ich bekomme das hier auf der Insel leider nicht. Ich habe jetzt hier also kein steirisches, sondern ich glaube, es war ein deutsches Öl, was ich da bekommen habe. Das hat halt nicht diese intensive grüne Farbe wie das originale steirische aus Österreich. Also das können die Österreicher wirklich gut, Kürbiskernöl. So. Das ist jetzt schon mehr oder weniger glatt reingeknetet. Und mehr brauche ich dann auch nicht. Dann kann ich aufhören. Und den mache ich mir hier in so eine flache Wanne. Den will ich dann nachher auf dem Tisch nur aufziehen. Und dann drehen wir so kleine Wurzeln. Teilchen, ja genau, und machen da unsere Dinkelkäse Kürbisbrötchen. So, auch noch mal ein bisschen Wasser. So, den lassen wir jetzt auch eine gute, vielleicht sogar 2 Stunden stehen. Wir schauen mal hier an, wie der sich entwickelt. Und dann können wir aufarbeiten. Die legen wir dann in die Kühlung und lassen die etwa 16 bis 18 Stunden in der Kühlung und backen die dann morgen früh ab. So, einmal hier unsere Kürbisbrötchen, Dinkel, und einmal hier helle Dinkelbrötchen. Wir machen die kleinen Mengen hier natürlich händisch auf. In Deutschland könnt ihr sowas dann mit der, hätte ich jetzt zum Beispiel so eine Divi-Soft, wo ich einteilen kann. Viele haben ja diese Hydraulikteiler, da könnte man den Teig auch gut mit aufarbeiten. Größere Betriebe machen das dann ganz gerne mit ihrer Rion. Und entweder kann man die eckig lassen oder man arbeitet die später dann auf, wie wir das dann sehen werden. Von Hand, und wir falten die so ein bisschen und ich zeige das dann später. Unsere 2 kleine Teige haben ihre Teigruhezeit hinter sich. Das sind jetzt knapp eine halbe Stunde. Und wir können jetzt mit dem Aufarbeiten beginnen. Wenn ihr größere Teige macht bei euch im Betrieb, dann könnt ihr mit einer Stunde Teigruhe eigentlich, glaube ich, ganz gut arbeiten. Wie gesagt, hier etwas länger, weil es halt sehr kleine Teige sind. Ich hole mal jetzt die Dinkelbrötchen schon mal raus. Ist natürlich auch mit 0,6% nicht allzu viel Hefe drin.
Der fühlt sich ganz gut an. Zum Streuen nehme ich jetzt hier das Dingel Extrudat. Das gibt dann auch, wenn ich einen schönen Crunch oder schöne Rösche außen auf dem Gebäck. Ich muss das halt jetzt hier händisch machen. Ich mache so 80 Gramm Stücke. Wie gesagt, bei euch im Betrieb entweder ein Hydraulikteiler, bei größeren Betrieben Rionanlage. Wenn man 1-2 Prozentpunkte Wasser rausnimmt, könnte man garantiert auf einer Quattro-Linie sowas herstellen. Sollte alles machbar sein. Oder halt über eine normale Schleifmaschine und die dann rund machen oder auch nur pressen. Je nachdem, was ihr wollt an Formen. Da ist eigentlich alles möglich, wie ihr das gerne machen würdet. Ich mache heute so handgefaltete, so eine Art Rosenbrötchen. Der Teig ist also in jedem Fall schön fluffig. Fühlt sich gut an. Könnte was werden. Es geht los mit dem Aufarbeiten. Das sind natürlich jetzt hier in meinem Fall komplette schöne Handmade-Brötchen. Und da muss man natürlich auch einen Preis dafür verlangen. Ich fasse sie zusammen wie so eine Art Margarita. Und das geht auch in größeren Betrieb, wenn die Stücke über die Region kommen, wenn da zwei Leute hinterstehen. Das geht relativ schön, relaxed. Ich habe jetzt nicht so viel Übung und mache das auch schon einigermaßen recht schnell. So ein bisschen angelehnt an die Wiener Semmel, die Handsemmel, die ja auch so von außen nach innen so ein bisschen gelegt wird. Schluss nach unten und die gehen dann so, wie gesagt, in die Kühlung heute Nacht. Und werden dann nach etwa 18 Stunden morgen drehen wir die und backen die. So, die gehen jetzt so in die Kühlung. Jetzt geht es weiter mit unseren Dinkel-Kürbis. Käsebrötchen. So. Genau. Dann kann man sich so ein bisschen rechteckig ausziehen. Ich habe gleich eine schöne rechteckige Wanne genommen. Dann haben wir hier unsere Käsemischung. Das ist Emmentaler, Gouda, gemischt mit Kürbiskernen. Ich drehe die dann gerade so auf als kleine Wurzelbrötchen. Dann kann man die richtig schön ordentlich mit Käse im Käse wälzen.
Ich mache die ganz gerne immer mit Käse-Kürbis, weil der Käse natürlich den Kürbiskern wunderschön dann auch auf dem schönen Teil hier ordentlich festbeckt. Und dann bleiben die Kerne auch am Brötchen. Man muss hier schon ein bisschen schön kräftig da reindrücken, dass ein bisschen was hängen bleibt. So, dann haben wir sie alle. Nochmal ein Blech. So, dann haben wir zweimal Fläche lange. Mache hier noch ein paar Runde. Unsere Dinkelbrötchen-Teiglinge waren jetzt 16 Stunden hier in unserem Klimaschrank bei 4 Grad. Und mittlerweile haben sie eine Stunde Akklimatisierung, schwieriges Wort, hier in der Halle. Wir haben heute ein bisschen kühleres Wetter hier auf der Insel. Hallentemperatur ungefähr 24 Grad. Also die sind jetzt immer noch schön, noch stabil, aber schon schön reif. Und die backen wir dann am Ende. Die Dinkelbrötchen drehen wir einfach nachher auf Bleche mit Papier und backen sie auf Bleche im Ofen. Unsere Dinkelkürbiskäse, die gehen jetzt gleich in den Ofen. Die lassen wir auch gerade so, die waren genau so, wie sie hier liegen, auch in der Kühlung. Und die backen wir ungefähr 13 Minuten. Da muss man mit der Temperatur ein bisschen aufpassen, weil der Käse darf nicht zu dunkel werden, sonst wird er bitter. Wir backen die etwa mit 230 Grad, unter Hitze 220 Grad. Und am Ende dann, wie gesagt, machen wir unsere hellen Dinkelbrötchen. Mal schauen, wie sie werden. Es geht los, wir gehen jetzt gleich in den Ofen. Zum guten Schluss backen wir jetzt noch unsere Dinkelbrötchen, die wir von Hand gestern gefaltet haben. Die Reibe also fühlen sich immer noch schön stabil an. Wir sind jetzt schon so bei 1,5 Stunde, knappe 2 Stunden Akklimatisierung hier bei Raumklima. Und die backen wir dann auch gerade auf den Blechen. Die Backtemperatur stellen wir jetzt etwas höher als bei den Käsebrötchen. Die Käsebrötchen sind sehr schön geworden, also mir gefallen die gut. Nachher besprechen wir das noch, wenn wir alles gebacken haben. Hier backen wir so mit normaler Brötchentemperatur. Die wäre jetzt bei mir am Ofen etwa 240 beim Einschieben, Unterhitze auch 240 und dann vielleicht runter 230. Aber das ist ja auch immer ein bisschen unterschiedlich je nach Ofentyp. Hier liegen sie nun, unsere Dinkelprachtstücke. Mir lacht ein bisschen das Herz, muss ich sagen. Das hat alles ganz gut funktioniert. Und für ein komplett deklarationsfreies Backmittel, das praktisch nur auf Monokomponenten aufgebaut ist, glaube ich, ist das Backergebnis über Langzeit schon recht gut. Ich fange mal mit unserem Dinkel-Käsebrötchen an. Das ist ja praktisch der gleiche Teig wie hier von den Brötchen, nur dass dann hier nochmal
dieses Kürbisquirlstück eingearbeitet ist in den Teig, also untergeknetet wurde, mit Kürbiskernen, mit Kürbispresskuchen und mit 2,5% Kürbiskernöl. Ich habe mal noch für mich persönlich einen kleinen Test gemacht. Wir haben heute Morgen noch vor dem Backen noch mal hier ein bisschen frischen Gouda mit oben aufgestreut. Das finde ich jetzt fast genial, weil die Kürbiskerne sind alle schön abgedeckt mit Käse, also nicht verbrannt. Ich habe unten diesen Boden, der wunderschöne Röstaromen aufweist. Und wenn ihr euch das Käsemuster mal anschaut, hier ist Emmentaler und dazwischen seht ihr so ein bisschen hier die kleine Pünktchen. Das ist noch eine halbe Tüte Parmesan, die ich damit reingenommen habe. Schmeckt natürlich sehr kräftig, färbt auch sehr stark. Sieht man hier schon mal die Unterschiede zum Gouda. Das hier ist ein milder, junger Gouda. Ich finde die Kombination genial. Darunter den aromatischen Käse, der eher zum stark färben neigt, obendrauf den Gouda und unter am Boden sind halt die schönen Röstaromen. Die Kerne, wie ihr seht, sind alle schön eingebacken und das hat natürlich riesige Vorteile, wenn ihr hier reinbeißt. Das ist einfach eine Wucht, was man da an Aroma, Geschmack natürlich direkt da im Mund fühlt. Und man kann die natürlich wunderbar belegen als vegetarische Snack, sage ich mal, mit Käse, mit Salat, mit alle möglichen Sachen. Ich schneide die auch mal durch. Ja, schaut euch mal die Krume an. Diese schöne leichte Grünfärbung, die kommt durch das Öl, durch Kürbisöl, durch die Kerne haben wir hier und durch den Presskuchen natürlich. Das ist auch ein sehr schöner Geschmack und in Verbindung mit dem Käse und mit dem gerösteten, ich glaube, viel besser geht es nicht. Das kann man ohne Belag, ohne alles, einfach so aus der Hand raus essen. Oder wie gesagt, als Snackartikel schön belegen. Dann habt ihr da wirklich eine Wucht in der Theke liegen. Anders kann ich nicht sagen. Eine Wucht an Aroma, Geschmack und auch schöner Optik. Ich zeige hier nochmal den Boden hier. Also das ist was, damit könnt ihr euch Kunden in den Laden holen. So, so viel mal zur Käsegeschichte. Dann nehmen wir mal hier nochmal so ein paar schöne Muster raus. Unsere Dinkelbrötchen. Hier war die Einwaage 85 Gramm. Ne, Entschuldigung, 80 Gramm, 83 Gramm, sowas habe ich immer gewogen. Und ich finde das ein schönes Brötchen. Hat eine zarte Rösche, sag ich mal. Ist auch eher schwach gebacken, also wir haben etwa bei 230 Grad ausgebacken und wir haben hier den Abbau schon, der könnte noch stärker sein, aber wir waren etwa 16 Stunden in der Kühlung bei 4 Grad und haben dann noch die Akklimatisierungsphase, aber ich bin so eigentlich zufrieden. Ein Dinkelbrötchen muss jetzt nicht auch den Hochglanz Dextrinbildung haben wie ein Weizenbrötchen, das schaffen wir nicht ganz bei Dinkel. Aber ich bin mit der Optik absolut einverstanden. Ein wunderschönes, rustikales Brötchen. Die schneiden wir auch mal durch und schauen uns an, wie das innen aussieht. Auch hier bin ich einverstanden. Keine größeren Löcher, eine leicht unruhige Porung. Schön schwammig, feucht. Da hilft natürlich unser Kochstück schön mit. Das Kochstück ist auch so ein bisschen verantwortlich, dass die relativ stark färben beim Backen. Also tendenziell eher 10 Grad niedriger backen, als ihr eure normale Weizenbrötchen backen tut. Dann passt das ganz gut. Und der Boden hat auch schön Farbe und Geruch. Riecht einfach schön aromatisch, mild. Also das ist ein Brötchen, das ich als Dinkelbrötchen jedem normalen Weizenbrötchen vorziehen würde. Also das ist schon gutes Niveau, sage ich mal. Ich wünsche euch beim Nachbacken viel Erfolg. Bei Fragen bitte gerne an mich stellen. Würde mich freuen, wenn ich ab und zu mal was von euch höre, auch auf dem Kanal. Und bedanke mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
werde ich mir wieder ein schönes Thema einfallen lassen und mal gucken, was wir als nächstes mit Dinkel machen. Auf Wiedersehen!